Auf der Seite ein Zweifamilienhaus für den Holzfäller und den Goldgräber nachher. Das ist fertig. Möbelwerkstatt. Okay. Und ja, wie ich mir gedacht habe, er braucht gerade mal 3 Anläufe. Oder noch einen mehr. Ja, er hat ja auch nur bis jetzt 2 Speere hergestellt. Ja, Speermacher erfunden. So, das heißt, du kannst jetzt den Tisch erlernen. Bauen wir erstmal 9 Tische. Ja, du bist erwachsen. Du kannst in die Schule gehen. Du wirst dann mein Eisenschmied. Oh, ich brauche dann auch noch eine Frau. Für die erste Hütte. Also für den Anfang reicht ein Goldminer und ein Eisenminer. So, ich denke, du findest Pilze hier. Ist ja die Frage, findet er noch Tier hier? Weil ich sehe kein einziges Tier mehr hier rumgeistern. Ja gut, müssen wir später auf Lederschuhe und so verzichten. Steinmetz. Wir brauchen Steinmetz für Eisen, oder? Nee, dafür hätten wir den Nebensammler gebraucht. Aber egal, dann wirst du erstmal unser Goldsucher. Sind unsere Bauarbeiter gerade mit irgendwas im Bau beschäftigt eigentlich? Nein. Gut, das heißt, sie kriegen neue Aufgaben. Nämlich ein Zweifamilienhaus auf der Seite. Und ein Zweifamilienhaus auf der Seite. So, du wirst Lehmarbeiter. Du sammelst weiter Pilze. Nein, du holst dir Nahrung. Oh, habe ich vergessen, dich hier einzuquartieren. Ja, habe ich. So, du hast Tischler erfunden. Bist aber auch erfahren und kannst trainiert werden. So, du Lehmsammler. Der Bierbrauer muss beten, ist okay. Ja, stellen wir nochmal sicherheitshalber 5 Stück her und dann musst du wieder Holz hacken. So, ein Mädchen habe ich schon mal. Du kriegst noch ein Mädchen. Und du kriegst einen Jungen, weil wir brauchen dann einen Holzfäller. Einen zweiten. Wie gesagt, hier oben. Okay.
Okay, du hast Pilzsammler erfunden. Jetzt kommt die große Frage. Andere Position gibt's nicht. Da kommt der Tempel hin. So, Holzfäller. Hoffentlich ist das nicht so dicht aneinander jetzt. Okay, Bier wird massig produziert. Du bist Weber. Das heißt, es kann sein, dass wir doch hier noch ein Stück wegrodeln müssen. Weil wir unsere Goldmine nirgends hinstellen können. Also unsere Goldschmelze. Doch sind wir weit genug weg. Das heißt, meine Kaserne müsste ich fast schon hier oben hinstellen, weil hier kann ich nichts hinstellen. Oder hier unten. Ich glaube, hier unten ist wahrscheinlich vernünftiger. So. Du bist erwachsen, heiratest den Goldschmied. Goldschmiede. Passt gerade noch so hier dazwischen rein. Eisenschmelze. Passt locker hier dazwischen. Halt, du. Heiraten. Hier wird unser Junge langsam erwachsen und hier unser Mädchen. So, zwei Familienhaus ist auch fertig. Da du Träger bist, werde ich dich mal kurzzeitig zum Händler machen. So. Ja, ist schön, dass ihr beide Öl benötigt, aber du musst für mich Nahrung transportieren eigentlich. Nicht so viel. Nahrung, Nahrung, Nahrung.
So, gut. Du kannst jetzt wieder jägern. Jägern, jagen. Nachher mache ich einen meiner Bauarbeiter zum Händler. Der wird mir dann Bier und Nahrung hier raus transportieren. Möbel haben wir noch genug? Geschirr. Ja. Du da. Mach mir mal Geschirr. Weil die neuen Häuser werden Geschirr brauchen. So, du bist erwachsen. Du bist auch erwachsen. Speermacherei steht schon eine Weile leer. Das ist nicht schlimm. Wenn die Jungs die Speere aus der Speermacherei geholt haben, reiße ich sie ein und mache da eine Bogenmacherei hin. Das Einzige, was jetzt wirklich weit weg ist, ist die Webstube. Aber zum Glück müssen sie nicht so oft zur Webstube gehen. So, du. Holzfäller. Ja, und es kann wirklich sein, dass ich das hier noch wegroden muss, um dort die Eisenverarbeitungsbetriebe hinzubauen. Nee, du machst erstmal weiter Eisenerz, bis du die Eisenspäze vollgestopft hast damit. So, du heiratest. Du bringst Geschirr, das ist sehr gut. Du bist hungrig, da wirst du bald jetzt nach Hause latschen und essen. Wir haben ja genug Nahrung hier eingelagert. Wir haben gar keine Nahrung mehr hier eingelagert. Ja, du bringst gerade die restliche Nahrung aus unserem Hauptlager. Naja, okay. Belassen wir es mal erst so dabei. Du kannst trainiert werden. Gut. So, ja, aber es ist wieder dort. Die Nahrung, da sollte erstmal reichen. Um die über die Runden zu bringen. Ach ja, also unser Holzfäller kann einziehen. Ja, ich werde hier wegroden müssen. Dieser Holzfäller arbeitet fleißig. Oh, er haut sogar hier Holz weg. Das ist gut.